Mahlzeit, Leute. Der Banger 886 ist das. Was geht ab? Alles fresh in the Tash. Oh, what? Ja, ich bin bescheuert, ich weiß. Also, heute ein kleines Tutorial zum Windows Movie Maker. Ist eigentlich ganz easy, funktioniert easy peasy, milisi, alles kein Problem. Ich zeige euch das kurz. Als erstes, entweder könnt ihr die Dateien natürlich hier so reinziehen einfach, oder ihr drückt auf Fotos und Videos hinzufügen. Ja komm, dann machen wir das erstmal hier über so, über reinziehen, weil das ist eigentlich, finde ich, viel einfacher, funktioniert auf jeden Fall immer. So, was nehmen wir denn mal hier zum Probieren? Komm, irgendwas Kurzes, oder ich kann ja auch gleich was schneiden, ist ja scheißegal. Was haben wir denn? Irgendwas, komm, irgendwas hier, was jetzt nicht so lang ist. Was haben wir denn da? Ja, hier haben wir ein 31 Sekunden Video. Das habe ich jetzt einfach da reingezogen. Da müssen wir kurz warten, bis das bearbeitet hat. Da ist schon das Video. Ja, wie ihr seht, nette Hacker und so. Naja. Also wenn ihr das jetzt hier bearbeiten, also schneiden wollt zum Beispiel. Moment, ich muss es erstmal ein bisschen leiser machen. Machen wir erstmal ganz leise. So. Wenn ihr das jetzt beispielsweise schneiden wollt, nehmt einfach die Stelle bis wo ihr wollt. Sagen wir mal, ihr wollt jetzt zum Beispiel die Killcam von dem Typen. So. Das heißt, hier geht's los. Einfach einen Rechtsklick und teilen. So, dann lassen wir die Geschichte mal kurz weiterlaufen. Komm. So. Sagen wir, wir wollten jetzt nur dieses Stückchen haben. Drücken wir wieder auf Pause. Rechter Mausklick. Teilen. Das heißt, die anderen beiden Dinger hier, die sind jetzt überflüssig. Also schmeißen wir die eben raus. Jetzt haben wir nur noch hier unser kleines Stück, was wir haben wollten. Das können wir, wie gesagt, hier noch mit der Lautstärke einstellen. So, wenn ihr jetzt noch irgendwas anderes mit rein haben wollt, wie zum Beispiel Musik. Ja, Musik. Ach, ich habe da hier unten noch die. So. Was habe ich denn hier? Ah, nehmen wir hier Rootbrat. Einfach da drunter geschoben. Ja, aber der zeigt euch immer nur die Länge an, wie lang auch das Video ist. Das heißt, wenn ihr jetzt nur eine bestimmte Stelle davon haben wollt, am besten ein paar Bildchen reinziehen, dass es komplett lang ist, oder ein Bild. Also ich mache es immer so, ich mache das Video, dann setze ich dahinter ein Bild, das zeige ich euch auch noch. Das ziehe ich dann einfach komplett lang, so dass ich dann die richtige Stelle finde. So, bei Musiktools kann man dann hier auch einstellen, die Lautstärke und sowas. Und ja, also das könnt ihr jetzt hier unten genauso schneiden. Mit Rechtsklick und so. Aber das sparen wir uns dann erstmal. So, ist hier nur ein kleines Video zum Erklären. Also wie gesagt, Videolautstärke und Musiklautstärke habt ihr dann. Ihr könnt schneiden. Ihr könnt einfach noch ein Bild mit davor ziehen. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Nehmen wir einfach das hier. Danke Wolf90MG aka Kazuya für dieses schöne Bild, was er mir gemacht hat. So, manchmal zieht er einfach einen Text mit rein. Könnt ihr auch Rechtsklick löschen. Gar kein Problem. So, wenn ihr jetzt auf das Bild klickt, und dann auf Video Tools steht hier oben Dauer. Ja, das ist die Dauer des Bildes. Heißt 30 Sekunden länger gezogen. Könnt ihr aber auch selber reintippen. Ist komplett frei wählbar. Ist eigentlich relativ furzegal, welche Zeit ihr da eingibt. Das geht auf jeden Fall klar. Und das war's eigentlich schon. Ne? So, dann gehen wir wieder hier auf Startseite. Wenn wir das dann alles gemacht haben und so und das so ist, wie wir wollen, drücken wir auf Film speichern. Dann habt ihr eine ganze Menge mit YouTube und Windows 7 und Bab und alles scheißegal. Wenn ihr das auf YouTube hochladen wollt, nehmt hier das. Android 720p, weil da ist der Ton am besten. Er rendert am schnellsten auf 720p und das passt. Drückt einfach drauf. Lassen wir jetzt einfach hier mal meinen Film sein. So. Dauert jetzt natürlich ein kleines bisschen, bis der Kollege hier durchgerendert hat, aber bei dem Video geht der ruckzuck, wie ihr seht. Haut die Scheiße einfach da durch. So, sobald es fertig ist, macht es einmal Ping. Ping. Und dann könnt ihr euch den Spaß auch schon angucken. Wiedergabe. Und das ist das fertige Video.
Ja, also ihr seid da, ihr könnt es komplett frei aussuchen. Also das Programm sagt jetzt nicht, ihr könnt nur 10 Minuten Video machen. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt. Das ist scheißegal. Hauptsache euer PC packt das. Ja gut, ich hoffe, das hat euch geholfen oder dir. Das war's von mir, Banger 886, Head MG Crew. Haut da rein!